Der Herr sagt: Diese Briefe sind die Bände der Wahrheit. Der Trompetenruf Gottes am Ende dieses Zeitalters. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Das sagt der Herr. Geliebte, dieses Wort, ja jeder Band und jeder Brief, ist das Wort meiner Herrlichkeit, das ich noch einmal hervorgebracht habe. Ein Zeugnis meiner Liebe und meines Opfers, die Ankündigung meines Kommens, eine Verkündigung der Wahrheit, eine Offenbarung dessen, wer ich wirklich bin. Der Trompetenruf Gottes, damit all jene, die gerufen und erwählt sind, hören und zur richtigen Zeit und Jahreszeit zu mir kommen können. Seht, es ist auch eine starke Korrektur für all jene, die meinen Namen und mein Wort für sich genommen und es verunreinigt haben. Eine Richtschnur für diese böse Generation. Denn dieses Wort ist ein wehendes Banner, eine Flagge für alle Nationen. Eine Trompete von Alarm und Krieg, der Klang von Vergeltung und Urteil, welches bald auf jede Nation fallen wird. Denn ich bin, wer ich bin, der einzig Geborene des Vaters, der einzig wahre Gott und Erlöser, der Messias, Yahushua, Yahweh. Seht, im Alten Testament offenbart sich der Vater selbst, indem er auf den Sohn hinweist. Im Neuen Testament offenbart sich der Sohn, indem er auf den Vater hinweist und auch die messianischen Prophezeiungen des Alten Testaments in sich selbst erfüllt. In den Briefen offenbart sich der Vater und der Sohn als Einheit, sowie das Wort Gottes eins ist, wobei die Briefe die Krönung des Ganzen sind, nicht getrennt, sondern eins. Daher, einen Teil des Wortes Gottes abzulehnen, bedeutet die Ablehnung des Ganzen. Die drei Bücher sind eins, ein fortwährendes Testament zur Ehre Gottes. Das sagt der Herr. Diejenigen, die von mir empfangen, beginnen mit einem größeren Weitblick zu sehen, und die Taubheit ihrer Ohren wird rasch geheilt. Doch jene, die nicht empfangen haben, verlassen sich auf den menschlichen Geist, um zu prüfen, und stolpern massiv. Sie lehnen mein Wort ab, das zu dieser Generation gesprochen wurde, während sie gleichzeitig mein Wort von früher beschmutzen. Sie halten den Schleier fest, der über ihren Häuptern bleibt und ihre Gesichter zudeckt, in einem Versuch, ihre Schande zu verbergen. Aus diesem Grund habe ich es gesprochen und werde es noch einmal sagen, vor dieser verdorbenen und extrem boshaften Generation, obwohl sie nicht ertragen, es zu hören. Ich bin gekommen. Die Zeit ist hier. Und seht, ich, der Herr, euer Gott, werde nichts tun, bis ich meinen Dienern, den Propheten, meine Pläne offenbart habe. Und dies habe ich getan.